So, damit ihr hier nicht so alleine seid, werde ich euch jetzt ein paar Minuten begleiten. Sofern es denn gewünscht ist. So. Einkaufszettel kennt ihr alle, ne? Das übliche Spiel. So. Viel werden wir nicht machen, nicht machen können, weil viel hat sich noch nicht getan. Wir werden uns gleich mal mit der Eröffnung vielleicht im DAU beschäftigen, wir werden uns den ganzen Spaß mal angucken. Ups, muss ich erstmal ganz kurz schnell hier noch, ne? Alle in diesem Seminar oder Webinar getroffenen Aussagen, die ausschließlich der Informationen teilnehmen, sind keine Empfehlung oder Aufforderung, Börsengeschäfte jeglicher Art zu tätigen. Jegliche Geschäfte im DAX, in Renten, Investmentfonds sind insbesondere mit Derivaten und liegenden Risikos eingesetzte Kapital vollständig verlieren zu können. Oder sogar Kapital darüber hinaus. Es besteht Nachschusspflicht, wenn das vorhandene Kapital nicht ausreicht. Wie speziellen Risiken der jeweiligen Anlagefall muss sich jeder Webinar- oder Seminarteilnehmer selbst von einem Anlageberater individuell beraten lassen. Eine Haftung für eingetretene Verluste von Börsengeschäften sind die Teilnehmer auf Beispiele oder Aussagen dieses Webinars oder Seminars berufen, weder vom Dozenten noch von Forex Pro Systemen noch von deren Partner oder Führungsgehilfen übernommen. Übrige Lizenzbestimmungen AGBs von Forex Pro Systemen, die kann man bei uns einsehen, aber wehe, ihr kommt her. Wehe. Schön draußen bleiben, ne? So. Das Ding weg. So. Gucken wir uns ganz kurz an. Heute Morgen waren, glaube ich, fast alle dabei, die jetzt auch hier sind. Bup, 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 bup. Was ist passiert? Gucken wir uns den Spaß an. Meine Euro-Position hatte ich dann abgesichert. Da drunter, unter dieser Kante. Und die ist dann rausgeflogen, aber rausfliegen ist ja nix für uns. Deswegen haben wir die nächste Chance genutzt, als er hier runter ist, hoch hier die Korrektur, haben genau diesen Bereich genutzt und sind hier auch direkt wieder reingehüpft. So, jetzt mussten wir dem Tief natürlich unseren Tribut zollen. Und haben die Position auch da gelassen. Die sichere ich jetzt aber break-even ab, weil wir gleich Mutiellen hören werden, ne? Und bevor die jetzt irgendwelchen Quatsch erzählt und wir nicht wissen, wie wir jetzt mit den Stops umgehen sollen, legen wir den auf jeden Fall auf break-even. Dann ist jedenfalls schon mal nichts passiert. Ansonsten ist das Ding 300 Ticks, also 30 Pips vorne, können wir gut so laufen lassen. Position ist abgesichert, plane dein Trade, trade dein Plan. So viel dazu. Wir haben da dieses Spiel und wir gucken jetzt nochmal. Upp. Hatten wir schon. Ups. Muss ich euch wegnehmen. So, jetzt gucken wir nochmal in den Wirtschaftskalender. Den habe ich vorhin aus Versehen. Da haben wir ihn noch. Bup. So. Und dort haben wir logischerweise, wir haben nicht Montag, wir haben nicht Dienstag, wir haben Mittwoch. Und schauen wir uns das ganze Spiel mal an. Arbeitsmarktdaten sind schlechter ausgefallen als gedacht. Sogar nicht mal unerheblich, aber gebracht hat's nichts. Eigentlich hätte das den Euro katapultieren müssen und den DAX nach unten prügeln müssen. Aber wie immer, erstens kommt es anders, zweitens als man denkt. So, jetzt ist die Janet Yellen dabei, irgendwie ein bisschen was zu erzählen. Mal gucken, was die jetzt erzählt. Aber es scheint jetzt nicht so was Gravierendes zu sein, ansonsten würde der Markt sich anders bewegen. Also bis jetzt hat es auf jeden Fall noch nichts
richtig Schlechtes erzählt, so wie es aussieht. Deswegen können wir heute auch gar nicht so viel machen, weil nach unseren Setups und nach dem, was wir haben, hier, da kamen vorhin die Arbeitsmarktdaten. Einmal einen kurzen Spike nach unten alles weggeräumt bis zu 12,21, um dann direkt bis an die 67 mal so eben schnell 40, 50 Punkte nach oben zu schießen. Das Ding war kaum handelbar. Wir haben immer noch das übergeordnete Ziel oben. Jetzt werden wir mal gucken, mit welchen Zwischenstationen wir rechnen müssen, wenn wir den Weg nach oben gehen wollen. Und dazu nehmen wir uns mal, wir haben noch 3 Minuten, 4 Minuten. Ich werde heute mal den DAU mit auf rufen hier und wir werden mal gucken. Wir sind bei 17,95, also hier in diesem Bereich wird er wohl gleich öffnen und wir haben einen Schlusskurs hier unten bei 17,947. Das heißt, in der Regel macht er das ganz gerne, dass er, wenn er jetzt gleich aufmacht, nach oben einmal kurz durchspiked, nochmal Gas gibt Richtung Norden, um dann zu fallen. Okay, das richtige Konto ist dahinter und dann werden wir hier mal gucken, ob wir da heute vielleicht was landen können. Ansonsten ist das trotz der Rede von Yellen ziemlich mager, aber das Teil gucken wir uns an. Aber der DAX hat für die Amis ein Gap gerissen und der Dow Jones logischerweise auch. Der wird jetzt bei 18 irgendwie, bei glatt 18 irgendwo in diesem Bereich gleich öffnen wahrscheinlich. Damit hat er ein absolutes Long Gap gerissen, was man eventuell gleich handeln kann. Gestern hat das super funktioniert. Hier unten hat er aufgemacht, bupp, aufgemacht, ganz kurz nach unten gespiked, hoch, Gap zu, ab ging's Richtung Süden. Mal gucken, was er heute so gucken lässt, der Junge. Der Euro ist, oh, der läuft, lassen wir auch laufen. Da gucken wir uns gleich mal die übergeordneten Charts dazu an. IBM und Facebook beschließen eine Kooperation. Super. Von denen auch nicht mehr sicher. Ist 29 und 11 Sekunden, noch ein paar Sekunden, dann eröffnet New York und die Nummer werden wir uns gleich mal anschauen. Folge wäre natürlich schön, wenn er jetzt ein kurzes Spike nach oben macht, was er gerne tun kann, dann Richtung Süden drückt, wie bekloppt, weil wir uns up, übergeordnet in einer Abwärtsbewegung befinden und die Gaps, wenn die entgegengesetzt des Trends entstehen, ist es für uns natürlich vom absoluten Vorteil, weil wir dann in Trendrichtung da rein können. Gegen den Trend, so wie gestern, ist es doof. Wir haben einen Abwärtstrend und müssen hier unten rein, um gegen den Trend zu handeln. Es macht so rum viel mehr Spaß, wenn man, da sind wir bei 18,01. Was haben wir gesagt? Und hier drunter kommt eine Stop-Order mit up,
Und dann werden wir gucken, ob er das Ding gleich reißt. Ziel ist das Gap Close hier unten bei 47. Das ist eine beliebte Öffnungsstrategie, die wir ganz gerne in Namas mal handeln. Das ist auch eine typische Bewegung, die er ganz gerne macht. Erstmal dagegen. Ich will das aber wissen heute. Na gut, das Loch wird nur größer. Ganz schön nervös, der Junge. Euro tritt auf der Stelle. Voreingestellt habe ich 30 Punkte Stop Loss und 100 Punkte Take Profit. Das schauen wir uns nachher mal an. Auf jeden Fall ein CRV von 3 zu 1. Euro tritt noch auf der Stelle, wie man sieht. Da haben wir ein Long-Signal. Da haben wir schon das Long-Signal. Aber heißt dann lange nicht, dass hier heute Nachmittag überhaupt noch richtig was passiert. Manche Tage sind ja auch nachmittags richtig langweilig, ne? So. Order liegt bei 11, 18.011 Punkte im Dow Jones. Ihr seid so ruhig heute, was ist hier los? Schlaft ihr alle, oder? Seid keine Händler, ihr seid Schläfer. So, 5-Minuten-Kerze ist gleich zu Ende. Und die Jungs, die im Seminar waren, können mir jetzt mal was dazu sagen, wie die aussieht. Euro, der Long-Einstieg, wenn wir uns hier in der Korrektur befinden, ist jetzt ein bisschen schwierig darzustellen, wenn wir uns hier in der Korrektur befinden, wir wären immer eine Stop-Order über den Kerzen hinterherführen. Wir steigen nie Market ein, sondern führen immer eine Stop-Order hier hinterher. So, passt. So, wenn er jetzt ein neues Tief macht, spätestens dann werden wir diese Order rausschmeißen. Dann hat man diese Order rauszuschmeißen. Ich bin noch long, mein Stop liegt break-even, also kann ich hier im Moment sowieso keine Order eingehen.
Aber die Dow-Position ist drinne. Da haben wir sie. Typisches Szenario. Bup. So, 10 Punkte in Gewinn, fertig. Jetzt lass das Schwein was kosten. Hopp oder top, er kann bis an die Eröffnungskante, an den Eröffnungskurs nochmal zurücklaufen. Bis dahin sollten wir ihm vielleicht noch 94 und 6 Punkte ein bisschen Luft geben. Das heißt, bis an den Eröffnungskurs kann er nochmal zurücklaufen, dann sollte er abklatschen. Dann werden wir sehen, ob er jetzt nur das Gap schließt hier bis in diesen Bereich oder ob es den nächsten Schwung Richtung Süden geht. Der DAX ist gerade um 20 Punkte abgeschossen nach unten. Also dürfte das hier das ähnliche Szenario sein. Gucken wir uns an. Und selbst wenn wir jetzt mit den Dingen hier rausfliegen, da unten, dann sind das auch nochmal irgendwie, sind jetzt 230 Euro, die wir da auf dem Deckel haben, 240. Es langt für ein paar Schuhe. Ein paar kleine Schuhe. Ich habe ja nur kleine Füße. So. Jetzt liegt der Stop auf 20 Punkte. Jetzt kann überhaupt nichts mehr passieren. Im schlechten Fall fliegen wir jetzt mit 20 Punkten raus. Das geht. Das wollen wir haben. Der DAX schmiert ab. Hat jetzt in den letzten paar Minuten 40 Punkte verloren. Der Euro rennt. Das heißt rennt. Auf jeden Fall sich wieder nach oben entschieden. Wer ist im Euro mit dabei oder wer ist im Euro long? So wollen wir es haben. Bup. Okay, mein Stop geht jetzt bup hinterher. Und zwar geht er jetzt unter diese Kante. 65 von 14 auf 50 Punkte in den Gewinn. So. Da bleibt er jetzt liegen. So. Dow ist gleich unten, wenn er das Gap gleich zu hat, werden wir überlegen, ob ich die Position nicht glatt stelle hier unten. Ich schätze mal, mein Freund Georg ist wahrscheinlich dabei, oder? Sind wir geizig? 17,89, so, jetzt sind wir Stop auf 30 Punkte in Gewinn, sind auch 300 Euro. Hallo Thorsten, danke für das Video Multipro mit Euro Pro einrichten, das war super hilfreich, Multipro läuft echt super, handel aktuell nur Euro und Kabel, habe nur damit in den letzten Tagen mit wenigen Trades das Tagesziel erreicht, klasse, bin auch gerade long im Euro US-Dollar unterwegs. Glückwunsch Martina, hast du dir ja auch verdient, bist ja auch eine ganz Liebe. So, und jetzt geht der Stop eng ran. Bup. Jetzt geht der Stop, Gap ist zu. 17,956, 50 Punkte in den Gewinn, den Stop, und jetzt heißt es Hop oder Top. Ja, Gap close. Wer nur auf das Gap handelt, soll hier einfach raus. 50, 60 Punkte ist ja auch eine Hausnummer, oder? Meine 500 Euro einfach mal so am Nachmittag mit einzustreichen, ist ja auch nicht zu verachten. Christoph, wir gucken doch nach Porsche. So, das war's. 50, 60 Punkte. So, damit ist der Dow für mich heute erledigt.
Position 60 Punkte ist durch. So. Und Euro löppt. Wie kann ich in Dow Jones aufrufen? Indem du hier oben drauf gehst. Charts. WAS. CFD. Index. America. Und dann haben wir hier US Wall Street 30 Cash. Und da habt ihr ihn. Wenn das jetzt zu schnell war, Aufzeichnung von dem Film angucken. Bisschen ärgerlich, weil der DAX klatscht weiter ab, aber das ist so, wenn man ein bisschen, aber so handelt man die Eröffnung im Dow. Erste Gegenbewegung abwarten, wenn überhaupt ein Gap gerissen wird, die erste Gegenbewegung abwarten, Stop Order drunter und dann bis zum Gap Close, wenn er hier am Gap Close ist, dann den Stop eng ran und dann auf geht's. Aber ich schätze mal, jetzt gibt's gleich richtig auf die Fresse, weil wenn der DAX nach unten durchfällt, dann wird der nochmal ein richtiges Loch reißen. Und beim DAX handeln wir immer noch die SKS. Die handeln wir immer noch. Ja. Und wenn er jetzt hier nach unten durchfallen sollte, dieses Tief hier noch nimmt, dann werden wir uns heute wohl in dem Bereich von 11.100 wieder finden, schätze ich mal. So, Tagestief von gestern nimmt er jetzt gleich. Wenn er jetzt das Tagestief von heute hier unten noch rausnimmt, dann dürfte es scheppern. Oh, eine 11 vorne, das sehen wir gerne. Was freut dich so? Wie macht man das Gap sichtbar? Ganz einfach, indem ihr einen Timefilter einstellt. Handelsfilter setzen. Genauso sieht das aus. Handelsfilter setzen. Du gehst da rein. Arbeitsplatzleiste. Depots. WHS. Handelbare Wertpapiere. CFD. Index. America. Und dann haben wir da den US Wall Street 30. Da haben wir ihn und dann gehst du drauf mit der rechten Maustaste und sagst Stammdaten und dann gibst du hier einen Handelszeitfilter ein von 15.30 Uhr bis 23 Uhr, 22.59 Uhr. Und schon haben wir das. Okay, so, Dow-Position ist raus. Euro-Position Rent ist 35 Punkte vorne. Stop lassen wir dort liegen. Bei 14 rein. Ach, das sind 359 Euro, stimmt gar nicht. Das sind 80 Punkte. Und der Stop liegt jetzt auf 50 Punkte. Dort liegt der gut. Und die Dauerposition mit 60 Punkten haben wir durch. Ich hoffe, ihr habt sie mitgemacht. Und damit verkrümeln wir uns, auch wenn wir jetzt erst das Webinar nach 20, 30 Minuten schon beenden, aber ich sage mal 60 Punkte im Dow und die Position im DAX und der Rest im Euro, der entschädigt für eine ganze Menge, glaube ich. Wir gucken uns nochmal ganz kurz das Einstiegsszenario an für die Leute. Hier kam das Signal, hier haben wir gesagt, wir führen die Stop-Order hinterher. Einstieg spätestens bei 87.
Und dann sollte man da oben auch aufpassen. So, plane deinen Trade, trade deinen Plan, Ziel erreicht, Tagesziel weit übererfüllt, allein die 60 Punkte im Dow, die schaufeln schon mal ein bisschen was, die eine Euro-Position heute Morgen, die ist mit 50 Punkten, dann lag meist ob schon noch 50 Punkte im Gewinn, die ist jetzt mit 30 Punkten abgesichert. Also kann man sich auch mal an so einem Nachmittag jetzt ganz entspannt in die Sonne legen. Oder hat noch jemand Fragen, auf die wir jetzt schnell eingehen sollen, dann würde ich das nämlich auch tun. Ansonsten würden wir uns jetzt verabschieden. Kannst du meine beantworten? Welche hast du denn gestellt? Warte, Florian. Von Florian habe ich nur eine Frage, die heißt Hi. Habe ich noch eine von dir? Da. Habe eine Frage zur allgemeinen Trendbetrachtung in einem Minutenchart. Michael Vogt schreibt ja, eine Bewegung und Korrektur auch erkennen können soll, wenn man sich einen Meter weiter vom Bildschirm entfernt. Bist du für Scalping prinzipiell der gleichen Meinung, oder braucht es da eine genauere Betrachtung, zum Beispiel, was zwischen zwei Kerzen passiert? Ich mache es haargenauso. Ich habe nicht umsonst deswegen hier einen 55-Zoll-Bildschirm an der Wand hängen und ein Whiteboard mit 1,80 Meter Diagonale, wo ich auch 3 Meter oder 5 Meter oder selbst mit meinen alten trüben Augen 8 Meter wegstehen kann und erkenne trotzdem die Trenddefinition und auch die Bewegung. Genau deswegen mache ich das auch. So. So. Das waren 100 Pip im 100 Punkte im Dow, allerdings Ordergröße 1, was auch immer das ist. Das ist ein CFD, ist 1 Euro oder 1 Euro pro Punkt. Ein CFD. Wie viel Zoll haben deine TFTs, die du bei mir auf der Homepage siehst, auf dem Bild, das ist mein Schreibtisch. Das sind 21:9 Monitore, die haben 29,5 Zoll. Aber es sind 21:9, das sind die ganz breiten. Weil die schön breit und nicht so hoch sind, weil ich hasse es, wenn man sich nämlich hinter so einer Wand mit Monitoren verschanzt, sondern ich gucke lieber drüber weg, da fühle ich mich wohler und das geht bei den flachen Monitoren hervorragend. So, nochmal ein Blick hier rein, zack, war der Papa ein bisschen geizig, hätte ich mal den Stop da drüber gelassen, dann wären es noch, alter Schwede. Eben nochmal 100 Punkte oben drauf. Ja, warum nicht? Aber wir handeln Gap Close und als das Gap geschlossen war, musste der Stop eng ran. Okay, dafür läuft der Euro noch, den lassen wir auch noch schön laufen. Und am meisten freut mich der hier. Das ist so die schönste Nummer der Woche. Na, 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 na. So, ich bin da mal weg. Okay? Alles andere, alles weitere morgen früh. Wartet, Jungs, ich mache noch schnell die Umfrage. Wir wissen, wer mitgehandelt hat. Hey, wieder beinahe vergessen. Danke für den Hinweis. Bup, bup, starten. Los, Kreuze machen. So, jetzt will ich wissen, wer hier mitgehandelt hat und wer vor allen Dingen ihr Geld verdient hat. Bitte, Michael. Der DAX klatscht ab. Aus der 11 vorne ist eine 13 geworden. Huhuhu. Und der Euro geht mein Stop jetzt ungefähr auf die 90. Macht als kleines Dankeschön, macht einfach die Kreuzlinie, dann bin ich schon voll zufrieden, voll aufzufrieden. Mehr wollen wir gar nicht.
So, und jetzt wird er wahrscheinlich ein bisschen blöd gucken. Das Ergebnis ist einmalig. Haben wir bis jetzt noch nie so gehabt. Seht ihr das überhaupt? Prozent waren nicht dabei, 53% der Leute haben mitgehandelt und haben Gewinn gemacht. 0% sind plus minus 0 und 0% haben Verlust. So soll es sein. So, und deswegen hauen wir jetzt ab. Christoph und ich, wir müssen zum Autohändler. Alles klar, euch einen schönen Nachmittag. Wir sehen oder hören uns morgen früh wieder in alter Frische. Okay? Bis dahin, behaltet eure Punkte, gebt sie nicht wieder aus. Versauft lieber einen kleinen Teil davon. Tschüss, tschüss und moin, moin. Euer Scalp-Trader Thorsten und Team. Tschüss, tschüss.